Sitzen, jetzt hör mir doch mal zu. Ich bin dein Gewissen, Hem. Oh. Ja. Hamburger. Na, typisch, wieder mal. Ja. Also wirklich, du könntest doch andere Sachen essen. Sachen, die auch so ähnlich sind wie Fleisch und so, aber ja, gesünder sind, wie zum Beispiel Fisch. Hä? Fisch? Na, schau, er enthaltet viel Eiweiß, Mineralien, alles was gut ist. Und sein Fett macht nicht dick. Super, oder? Ja, ist auch genial, hä? Fisch. Oder du könntest auch Gemüse essen und Obst. Obst. Schau dir doch mal den Obstteller dort an. Oder unsere Brotkorb-Ecke. Nein, danke. Sowas esse ich nicht. Nein, danke. Auf keinen Fall. Du sollst mein Gewissen sein? Ja. Geh verschwinde. Du wirst es noch sehen. Du wirst es noch sehen. Ja. Lecker. Und die Uhrzeit? Ach, ist auch egal. Lecker. Hier spricht dein Gewissen, Burger. Hier. Oh. Was willst du? Ich möchte dir sagen, was du in deinem Leben falsch machst. Was? Du ernährst dich nicht richtig. Halt! Runter damit. Du solltest mal Gesundes essen. Am Abend solltest du leicht verdauliche Dinge essen. Kaffee, Alkohol, schwarzer und grüner Tee. Die solltest du meiden. Meiden solltest du. Gut wären allerdings Honigmilch. Ja. Merk dir, was ich gesagt habe, und iss mal Gemüse und Obst. Vielleicht hat es recht. Naja. Probieren kann ich es mal. Ist gut? Danke. Ja, viel Glück. Viel Glück. Tag 1. Hen, schau mal her. Ich habe Obst und Gemüse gekauft. Ich habe gehört, das soll wirklich gut sein. Und manche Leute essen das jeden Tag, zu jeder Zeit. Ich probiere es auch einfach einmal. Na, ich liebe das gewohnt. Tag 2. Wieder Gummibärlis. Ich habe herausgefunden, es gibt so viele verschiedene Arten. Die sind alle zum Teil gesund. Zum Beispiel das. Weißt du, wie das heißt? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Das ist eine Papaya. Das ist gut, aber es ist ja der Mango. Siehst du, ich kenne mich schon so gut aus. Das ist ein Mango. Ich bin so durcheinander. Es gibt so viele tolle Sachen. Wirklich, es ist wunderbar. Tag 3. Hem, willst du was Tolles sehen? Ich habe abgenommen! Burger, willst du was Tolleres sehen? Ich hab zugenommen. Hol dir das wohl. Burger? Ich will abnehmen. Du? Wirklich? Ja. Was ist das? Ich jetzt wirklich? Was du weißt, es ist nicht ernst, oder? Ich meine es ernst. Na gut, probieren wir es mal. Okay. Gib mir mal den Löffel. Okay, nicht nur so. Nein, gib ihn weg. Gib ihn weg. Ja, gut. Okay. Also, du solltest eigentlich nur Obst und Gemüse. Das ist eigentlich auch so. Das ist wirklich ernst. Gut, dann probier's einfach mal mit Obst und Gemüse. Zum Beispiel mit einer Mango. Mango? Ja.
Mach das. Ich hole mal ein paar Gesundheitstipps. Und? Gut, ja? Gut, ja? Ja. Super. Du hörst also wirklich nicht auf. Meine Güte, Obst und Gemüse schmeckt dir wohl nicht. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Du könntest ja auch andere Sachen essen, die auch gesund sind, nicht nur Obst und Gemüse. Zum Beispiel Getreidesachen, wie Reis, Nudeln und so. Das ist auch gut. Und zweimal in der Woche Fleisch ist auch super. Und ein sehr wichtiger Inhaltsstoff ist Fisch. Habe ich gerade gelesen. Auch super. Warum denn Fisch? Also ich habe gelesen, der macht nicht dick, sein Fett, das ist super. Mhm. Und ja, er hat wichtige Mineralien und so. Er weiß, das ist alles enthalten dir. Super alles. Ich nehme es dir lieber weg. Okay. Mal schauen, wie es dir dann in ein paar Tagen geht. Ja, okay. Liebe Herr Mango, wir müssen wir nachdenken. Und Fleisch auch manchmal, gell? Ja, ja. Bitte noch. Ein paar Tage später. Wer da? Ich hab abgenommen! Wow! Geil, ist doch toll! Super! Weißt du, was ich Tolles in einem Buch gelesen habe? Nein, was denn? Du weißt doch sicher, dass man Vitamine braucht. Natürlich, habe ich das ganze schon immer gesagt. Aber wusstest du, dass Brausetabletten gar nicht mal schlecht sind? Naja, nicht so wirklich. Aber nur unter einer Bedingung. Brausetabletten sind nur dann gut, wenn du viel Sport machst. Zum Beispiel in einem Club, Freizeitclub gehst, so wo du Sport tust oder so. Boah. Ja? Du hast dich wirklich gut informiert. Super. Tolles Buch hattest du noch. Ja, da fällt mir gerade ein, wenn du dich auch schon so gut auskennst, wir könnten auch so eine Gesundheitstipps-Sendung machen. Ja, das ist gut. Wir müssen nur einen Wahlspruch überlegen. Sind Sie schlapp und können Sie sich nicht mehr richtig auf eine Sache konzentrieren? Oder haben Sie das Gefühl, nicht mehr zu können und möchten am liebsten von niemandem angesprochen werden? Oder laufen Sie ständig auf Hochtouren und können sich nie richtig entspannen? Dann kommen Sie zu Break and Fruit. Danke, das war's. Bis. Victory. Gerd, danke. Hallo? Cut.